sind hier gerade am Elbbergmuseum in Beutzenburg an der Elbe. Hier war ein Frauenkonzentrationslager, ein Außenlager von Neuengamme. Hier mussten die Frauen in der naheliegenden Werft arbeiten. Hier befindet sich gerade auch meine Schulausstellung, die wir heute abbauen. Die wollte ich eigentlich im September abbauen, aber wegen der Gedenkstättenausstellung, Gedenkstätten der NS-Verbrechen, schaffe ich es jetzt erst im neuen Jahr. Und darum wende ich mich jetzt auch bitte in diesem Video. Es geht darum, wir erreichen unwahrscheinlich viele Leute, vor allen Dingen überwiegend Schülerinnen und Schüler. Mit drei Steinen sind wir seit 2016 unterwegs und haben über 200.000 Schülerinnen und Schüler erreicht, um gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus aufzuklären. Und das Gleiche bezwecken wir auch mit der Gedenkstättenausstellung. Weil ich habe auch schon mal in einer Jugendbroschüre über Antisemitismus gearbeitet. Letztes Jahr habe ich noch für Regishut Berlin eine Illustrationskampagne gemacht, die in Polizeiwachen hält gegen antisemitische Straftaten. Und es ist gerade jetzt in dieser Zeit ganz wichtig, dass unsere Ausstellung Förderung kriegt, weil wir haben noch andere Gedenkstätten zu fotografieren, wie auch Majdanek oder auch Mauthausen oder Westerbork in den Niederlanden. Wir haben jetzt schon 36 Gedenkstätten fotografiert. Das Buch, was entstehen wird, soll an Schulen kommen. Wir haben von der Ausstellung mit vielen Lehrern gesprochen und alle Lehrer haben mir gesagt, mach doch bitte ein Buch daraus, das brauchen wir im Unterricht. Wir müssen mal weg von dieser Bebilderung. Und das ist auch das Konzept dahinter, dass wir quasi mit den Bildunterschriften die Inhalte vermitteln, die entsprechen ungefähr einem Copytext im Social Media. Und das passt in die Jugend heute. Und wir sprechen sie direkt an. Wir haben auch ein pädagogisches Begleitprogramm mit Workshops über die Entstehung des Konzentrationslagersystems im Deutschen Reich. Und auch quasi, dass Lehrplan unabhängig ist ab 8. Klasse. Damit auch diese Schülerinnen und Schüler vorbereitet sind, wenn sie Gedenkstätten besuchen. Und wir wollen damit die Gedenkstätten unterstützen, damit die Schulklassen mehr an die Gedenkstätten fahren. Leider habe ich festgestellt, dass es rückläufig ist, gerade seit Corona und an den Landkreisen, wo die Rechtspopulisten hohe Wahlergebnisse erzielen. Dort frage ich auch die Schüler. Und wenn jemand da war, traut sich keiner, den Arm zu heben. Ich war schon mal in einer Gedenkstätte. Bitte helfen Sie uns. Es ist ein wichtiges Projekt, was wir bis jetzt aus eigener Tasche finanziert haben und es soll endlich weitergehen und an die Schulen in Europa kommen. Vielen Dank.